Hallo, was machen Sachen? Ja, wie ihr seht, wieder was Neues. Ich möchte was Neues ausprobieren. Ich bin ja gerade eh so in Erfindungsphase. Was mache ich auf meinem YouTube-Kanal? Es ändert sich gerade so ein bisschen. Ich bin mit den Tutorials einfach nicht zufrieden. Oder vielmehr, sie machen einfach keinen Spaß mehr. Es ist immer frustrierend, es nervt mich. Und dann denkst du, okay, wenn es mir keinen Spaß macht, wieso soll ich weitermachen? Wir probieren was anderes aus. Und ja, ihr habt ja schon mitgekriegt, ich habe hier und da was ausprobiert und bin halt am Testen, was geht. Und ich hatte ja letztens das Animation-Meme gemacht, also dieses animierte Meme von dem Body-Song von Mother Mother. Und hatte da eigentlich sehr viel Spaß dran, obwohl Animation jetzt eigentlich für mich selber jetzt nicht so das große Thema war, aber das hat sich jetzt gewandelt. Ich hatte, wie gesagt, doch Spaß daran und dachte, okay, vielleicht probieren wir einfach mal Animation ein bisschen was aus. Und ja, genau das halt jetzt vor. Ich mache aber jetzt keine permanent nur diese Animation-Memes. Ich dachte, okay, wir gehen vielleicht eine andere Route und machen mehr so Storytelling. Vielleicht lerne ich auch irgendwann zu sprechen, mal gucken. Das Storytelling, der eine oder andere kennt das vielleicht. Es gibt große Kanäle wie The Odd Ones Out, Jane Animation oder Domix, die halt wirklich Quatsch ins Mikrofon brabbeln und dann das animieren. So das grobe Prinzip dazu. Jeder darf was erzählen und das wird dann animiert. Fand ich eigentlich ganz spannend. Denkst du, okay, vielleicht probierst du das mal aus? Ja, meinen Versuch seht ihr jetzt gerade aktuell. Jetzt hatte ich halt noch ein weiteres Problem. Das ist ja jetzt ein neues Format, das speziell dafür da ist, Geschichten zu erzählen. Ich hatte ja auch hin und wieder über meine Speedruns rübergelabert, über Sachen, die mich gerade aktuell beschäftigen. Aber das ist jetzt hier ein Format wirklich für Erzählungen für das, was mir mal passiert ist auf dem Planeten hier, auf dem wir uns hier befinden, in unserer Welt. Ja, womit fängt man da an? Am Anfang ist es doof. Weiß nicht, viel passiert an meinem Anfang. Da war ich existent und wusste noch nicht viel. Ja, was man halt so ist, wenn man einfach noch ein Klumpen Fleisch ist mit ein bisschen Gehirn. Also der Anfang ist doof. Und da habe ich mir überlegt, was könntest du machen? Und da habe ich mir gedacht, ich mache den Quack ja jetzt schon eine Zeit lang. Bin ja jetzt schon eine Weile auf YouTube und dachte, vielleicht sollten wir mal so ein Recap machen, was da eigentlich auf meinem Kanal so passiert ist. Vielleicht interessiert das ja einen und dann haben wir irgendwie einen Start. Und da habe ich gedacht, ja, so doof ist es jetzt nicht. Hast du immerhin mal einen Anfang. Also, warum sollten wir nicht darüber reden? Ja, also fangen wir am Anfang meines YouTube-Kanals mal an. Ja, und erstellt habe ich diesen Kanal dann tatsächlich Oktober 2017, eigentlich auch mit der Idee dahinter, dass ich hier Videos hochlade. Aber dann habe ich mich lange nicht getraut. Ich habe mehrere Monate den Kanal gehabt und habe nichts hochgeladen. Erst im Februar oder März habe ich tatsächlich das erste Video auch hochgeladen. Ich hatte in der Zwischenzeit schon ein paar mehr Videos gemacht, die ich aber nie hochgeladen habe, weil ich damit nicht zufrieden war, weil Aufnahmequalität war scheiße, Audio war nicht vorhanden oder schlecht. Ich sagte, nee, das lädst du einfach nicht hoch. Da war ich selber nicht mit zufrieden, also brauchst du nicht hochladen. Ja. Und dann hatte ich die Idee verworfen. Dann hatte ich keine Lust mehr. Dann sagte, nee, irgendwie fühle ich nicht. Keine Ahnung. Ich traue mich hier eh nicht hochzuladen. Dann war der Kanal eine Zeit lang leer. Dann hatte ich aber mit dem Studium in der SAE weitergemacht und wir hatten Sachen wie Animationen oder generell hatte ich für Projekte einfach Videos zwischenspeichern müssen oder irgendwo ablagern müssen, dass man die halt auch dann finden kann, wenn jemand die Festplatte vergisst oder so, so zur Sicherheit. Dann habe ich diese Geschichten einfach hochgeladen auf dem Kanal, weil ich hatte ja einen leeren Kanal. Kannst dir sowas hochladen? Ja. Und so hatte ich meinen Kanal dann einfach als Ablagefläche für die Uni genutzt. Da sind jetzt halt meine Animationsprojekte drauf, was ich da machen musste. Auch die ganzen Geschichten für das Roadhouse, was ich brauchte für Präsentationen und so weiter, was wir gemacht haben, wie weit unser Fortschritt gekommen ist und so weiter. Das hatte ich da alles drauf. Ende von dem Projekt, von dem Roadhouse, habe ich mir dann gedacht, okay, du könntest ja eigentlich wieder mal versuchen, Speedruns zu machen. Jetzt weißt du ja, wie man mit Schnittprogrammen umgeht. Du weißt auch, wie man vernünftige Bildschirmaufnahmen macht. Willst du es nicht mal probieren? Willst du es nicht mal versuchen? Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht probiere ich es halt einfach nochmal. Dann hatte ich halt sehr, sehr viele Speedtraws gemacht, indem ich dann halt einfach das, was ich gezeichnet habe, verschnellert habe, einfach unnötige Stellen rausgeschnitten habe, weil ich zwischendurch halt mal was anderes geguckt habe. Man hat mir hier was geguckt, mal da was geguckt oder mal Pause gemacht. Jetzt habe ich alles rausgeschnitten, Musik drunter und dann fertig. Das ging eine ganze Weile so. Ich hatte diese alten, also die älteren, habe ich alle tatsächlich noch in Englisch gemacht. Da habe ich einfach einen Titel und Beschreibung Englisch, weil ich habe eh nicht gequatscht. Und einfach, weil ich gedacht habe, ist nur Musik. Vielleicht erreichst du da mehr Leute. Keine Ahnung, machst du halt einfach in Englisch. Ab und zu habe ich mal zwischendrin ein Tutorial gemacht, weil mich Freunde gefragt haben, ob ich ihnen nicht mal irgendwas zeigen konnte. Und zu dem Zeitpunkt war es halt extrem katastrophal, was die Internetleitung bei uns angibt. Da habe ich noch weiter auf dem Dorf gewohnt, wie ich jetzt wohne. Wo es auch nicht so weit weg ist. Es ist halt immer noch ein größeres
Dorf oder Kleinstadt, weiß ich nicht, aber Internet ist trotzdem Kacke. Da hatte ich extra Tutorials gemacht für Leute, die mich auch irgendwas gefragt haben, weil ich es ihnen halt anders nicht erklären konnte. Über Text war es zu lang. Da habe ich 4, 5 Stück oder so auf meinem Kanal noch drauf, die ich tatsächlich auch in Englisch gesprochen habe mit einem komplett kaputten Mikrofon. Ich habe die aber trotzdem oben gelassen, weil ich dachte, okay, die sind zwar technisch komplett katastrophal, die sind nicht gut, weil halt auch, ich habe sie, glaube ich, mit einem kaputten Headset oder so aufgenommen. Aber das war eine Sache, die habe ich für Freunde gemacht und für die war das halt wichtig und hilfreich. Und ich sagte, lässt du oben, einfach nur, um mich zur Not zu den Freunden zurückzuerinnern, zu den Zeiten, auf dem die eine Art noch cool war. Und dann hat Wix übernommen und es ist einfach Kacke geworden. Zwischendurch hatte ich dann auch mal ein neues Projekt für mich angefangen. Nachdem die Bar halt abgeschlossen war, hatte ich gesagt, okay, damit ich nicht aus der Übung komme, dass ich 3D-Stuff weitermache, machst du dir eine virtuelle Galerie, wo ich einfach Bilder aushänge. Erst hatte ich meine Bilder nur ausgehängt. Ich hatte dann geguckt, ob ich halt nicht auch andere Leute finde, die halt mit Bilder aushängen wollen. Habe leider nicht wirklich was gefunden. Ist dann auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich habe das Projekt 2, 3 Mal noch wiederbelebt oder versucht wieder zu beleben, aber es ist halt dann immer wieder im Sande verlaufen. Ja, und nach noch mehr Speedruns ist Ende 2019 echt was Nices für mich passiert. Ich bin auf Chris O'Bora gestoßen, der zu der Zeit ein Format hatte. Ich reagiere auf eure Kanäle und war dann halt da mit drunter und über diese Ich reagiere auf eure Kanäle bin ich halt in seine Community gestoßen, in die gemeinsame YouTube hieß die. Und das war echt eine geile Zeit. Das war echt richtig nice. Ich habe viele coole Leute getroffen, die halt echt faszinierende Geschichten hatten, die viel Cooles gemacht haben, die einem auch dann weitergeholfen haben. Sie haben einen motiviert, irgendwas zu tun. Sie haben einem geholfen, wenn man Probleme hatte. Sie haben mir jetzt primär geholfen, jetzt von wegen, was für ein Mikrofon kann ich nutzen, was nicht so teuer ist, was aber noch okay ist vom Klang her. Was für ein Webcam kann man nutzen? Generell, dass ich mich zeige in Streams, primär war das zu der Zeit. Und also Sachen, echt so cool, die mir dann so ein bisschen geholfen haben, so einen kompletten Noob nehmen. Guck mal, so funktioniert das, so kannst du das machen. Das war echt coole Sache für YouTube. Ich wünsche mir halt wirklich so eine Community. So eine starke Community wirklich so stark zusammenhält, gerne wieder. Leider, leider, leider ist das halt nach ein paar Dramen, die halt echt teilweise sehr unnötig waren. Vielleicht mache ich da mal ein Video drüber, weil teilweise ist echt konfuses Zeug passiert. Also aus meiner Sicht zumindest. Vielleicht haben es andere Leute anders gesehen. Vielleicht mache ich da mal ein separates Video drüber. Aber egal. So Ende 2020 oder so, es hat so ein knappes Jahr, war dann halt wirklich alles komplett im Sande verlaufen. Gruppe hat sich komplett aufgelöst. Jeder macht so sein eigenes Ding. Mit ein paar Leuten habe ich noch Kontakt. Eigentlich viel zu wenig, wie ich eigentlich wollte, aber ich bin in sozialen Kontakten halt echt katastrophal. Es tut mir so furchtbar leid für die Leute, die das vielleicht hören und bei denen ich mich seit Wochen, Monaten oder einem Jahr nicht gemeldet habe. Es tut mir furchtbar leid. Ja, und zu dieser Zeit mit gemeinsamen Video wurde ich dann halt auch selber motiviert, einfach mal andere Sachen zu machen, wie Speedruns oder Tutorials, wenn mich jemand irgendwas fragt. Dann habe ich halt den 3D-Aspekt mehr noch mit reingenommen. Ich hatte vorher ja Stuff in der Unreal Engine gemacht, wo ich einfach nur irgendwas gezeigt habe. Guck, das und das und das habe ich gemacht, so und so weit bin ich jetzt. Sondern habe ich angefangen, ich habe hier ein Model gemacht, einfach so ein. Ja, Speed Build oder halt ob's irgendwas texturiert. Ich habe dann noch angefangen auf YouTube erst zu Livestreamen, wo ich dann halt gezeichnet habe. Ich habe modelliert, ich habe irgendwas in Unreal gemacht. Ich habe aber auch Spiele gespielt. Ich einfach alles mal ausprobiert habe, was halt echt richtig nice war und wo ich einfach dann gefestigt habe, was von dem ganzen Quatsch möchte ich machen. Ja, und so bin ich ja noch zu den Tutorials gekommen. Ich hatte erst für gemeinsam YouTube spezifisch einfach Grafik-Tutorials gemacht, wo man dann einfach erklärt, so die Basics für Grafik. Was ist Formatierung? Wie funktioniert dieses Tool? Und habe dann auch speziell für Photoshop verschiedene Sachen gezeigt und bin ja dann über zur Unreal Engine gegangen, weil es ist halt einfach eine Sache, die ich sehr gerne mache und die wollte ich anderen zeigen. Mittlerweile mache ich ja keine mehr, weil wie gesagt, am Anfang ist, wie das hatte ich ja schon erwähnt, es frustet mich gerade sehr stark, solche Tutorials zu machen. Ich habe da keinen Spaß mehr dran und dann ist das ja alles ziemlich sinnlos. Vielleicht habe ich irgendwann mal wieder einen Geistesumschwung und finde, ja, Cole, könntest du wieder machen? Wer weiß, bin momentan eh so sprunghaft und weiß selber nicht, was ich will. Ja. Ich hätte auch vorher nie gedacht, dass ich mich für Animationen entscheiden werde, dass ich Animationen selber mache, weil mich dieser kleine Geist so gecursed hat. Diese erste Animation, die ich für die SAE machen musste, die hat mich so gefrustet. Das war eine reine Frustarbeit. Aber momentan hatte ich Lust drauf. Also wer weiß, was in der Zukunft kommt. Das kann vieles sein. Ja, und über die 3D-Arbeiten im Generellen, mein Interesse an 3D bin ich ja auch ins Videobing reingut, wo ich auch immer noch ein großes Interesse habe. Wer jetzt gedacht, Lucy nutze ich halt, einen Großteil meiner Videos wird sie gerade genutzt. Ich nutze sie, um auch um mich irgendwo ein bisschen zu repräsentieren.
Das ist ja auch der Charakter, den ihr gerade seht. Ich habe ein paar mehr Charaktere, die ich erstellt habe und ich weitergebe, die ja meine OCs mehr sind, aber mich nicht repräsentieren. Ich glaube, so kann man das sagen. Also es sind dann mehr OCs wie jetzt wirklich Avatare, die einen vertreten online. Ich hoffe, das macht für irgendeinen so ein bisschen Sinn, wie ich das erkläre. Und was ich halt auch letztens ausprobiert habe, relativ neu, waren halt Let's Plays. Ich hatte schon mal auf einem separaten Kanal Let's Plays gemacht. Das war da nicht so meins. Ich hatte für mich vielleicht den Fehler gemacht. Ich habe nicht die Motivation für mich, mich hinzusetzen und eine lange Serie zu schneiden, also ein längeres Gameplay. Also wenn es ein Spiel, das halt mehrere Stunden geht, das halt irgendwie vernünftig in Parts zu schneiden, da verliere ich selber das Interesse und das ist auch nicht so Sinn der Sache. Ich habe viel mehr Spaß an so kürzere Geschichten, deswegen gab es jetzt in letzter Zeit, wenn es ein Let's Play mal auf meinem YouTube-Kanal gab, so kürzere, mainly so Indie-Horror-Geschichten, wo das Video an für sich vielleicht in seiner Komplettlänge 2, 3 Stunden nur ist, dann habe ich viel mehr Spaß dran, das zu schneiden, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, da 10 Stunden irgendeinen Story-relevantes Spiel gemacht habe. Da wird es vielleicht ein bisschen ab und zu mal was geben, weil ich da jetzt gerade an so Minispielen, also so kürzeren Spielen, viel Spaß dran habe. Mal gucken. Wahrscheinlich werde ich, was Let's Plays angeht, eh den Quatsch verwursten, den ich auf Twitch hochlade. Also ich mache einen Livestream auf Twitch, spiele ein Spiel und wenn mir das gefällt, schneide ich das für YouTube klein. Ja. So sieht es momentan aus und generell habe ich ja letzte Zeit immer mal ein bisschen was ausprobiert, hier mal was gemacht, da mal was gemacht, jetzt das Buddy-Meme war halt so ein Einzelding oder auch mal Nana Dancing, wo ich halt einfach, ja, Nana tanzen lassen habe. Ja, dann, das war die Geschichte meines Kanals, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, einfach mal so ein Recap zu machen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auch mal ein Like und einen Kommentar da, dieses YouTube-Gedöns und wir sehen uns im nächsten, was auch immer ich machen werde, vielleicht das nächste Animationsvideo, wer weiß, wer weiß. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ciao!